Blitzlichtgewitter und prominente Gäste aus Showbiz, Wirtschaft und Sport im Fußballmuseum Dortmund. Bei der Turkish Airlines Charity Night wurde kräftig für den guten Zweck gesammelt. Zum einen ging es um die BVB-Stiftung, zum anderen um ihn, Neven Subotic. Der Fußballstar von Borussia Dortmund engagiert sich bereits seit 3 Jahren mit einer eigenen Stiftung. Ja, wir kümmern uns um Kinder in den ärmsten Regionen der Welt. Und wir fördern da die Lebensgrundlagen. Ja, es geht um sauberes Wasser, es geht um den Zugang zu Sanitäranlagen, all das, was wir für selbstverständlich erachten, dass sie Zugang zu sauberem Wasser bekommen. Das bedeutet für Mädchen nicht mehr 6 Kilometer, um Wasser zu holen. Das Wasser ist dann 10 bis 15 Minuten von zu Hause entfernt. Sie haben dadurch die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, sich durch Bildung aus dem Teufelskreis rauszubrechen. Eindrucksvoll schilderte Neven Subotic dem Publikum die Arbeit seiner Stiftung, für die der Profifußballer jede freie Minute opfert. Der 27-Jährige erreicht mit seinem Wasserprojekt 100% Wash die Herzen vieler Gäste, die sehr berührt sind. Er steht 100% hinter dem, was er da macht. Das ist mega glaubwürdig. Total berührend, weil er erstens hat er inhaltlich eben was rübergebracht auch und dann hat er das eben wie so ein Kind vor dem Weihnachtsbaum quasi dargeboten und hatte auch wirklich einen nach dem anderen, also einen Fakt nach dem anderen parat und das Ganze halt mit wirklich Herz. Ich finde es einfach großartig, dass er mit seinem Prestige, das er hat, mit seiner Bekanntheit, die er hat und mit seinem Geld, das er ja verdient, dass er so viel Gutes tut. Es ist sehr berührend und es macht ihn glücklich, ganz besonders Kindern zu helfen. Neven Subotic verspricht aber natürlich auch weiterhin guten Fußball für den BVB zu spielen. Ich bin jetzt 27, boah, da sind noch 8 Jahre, wären wirklich schön und da hoffentlich nicht in diesem Stand, in dem ich jetzt bin, so die besten Momente hinter mir zu haben, sondern ich hoffe, da kommen noch ein paar schöne Momente und natürlich auch diese Momente, diese schöne Zeit auch zu begleiten mit der Stiftung. Das ist auf jeden Fall das, was ich nach der Karriere dann auch machen möchte. Bis dahin ist es noch eine Menge Arbeit und die investiere ich gerne. Am Ende des Abends kam ein 5-stelliger Betrag für die Neven Subotic Stiftung zusammen. Damit kann vielen Menschen geholfen werden.